Wo ich halt immer noch nicht weiß, wie. Weißt du, geht's auch nicht weiter, ne? Wie kommt man denn da hin? Über so eine scheiß Brücke, ne? Dann muss ich vielleicht hier hin. Chocobo? Achso, Chocobo? Kommst du? Danke. Ich brauche dich kurz hier drüben. Als wenn du hier was findest. In die Richtung. Aber normalerweise. Normalerweise kommt doch da so ein bunter Strahl raus. Aber es ist auf alle Fälle in diese Richtung. Hier? Vielleicht ja genau hier. Nein? Ah, hier. Hart, dass du das so genau treffen musst. Chocobos sind gar nicht so einfach zu steuern. Okay, wir müssen dahin. Kommen wir dort auf eine der... Nee. Irgendwie nicht. Die sind abgesperrt. Und alle zu weit hoch. Aber lass mich da mal kurz runter. Schaut nicht so aus, als könnte man da hoch. Nee. Okay. Dann schwimmen wir mal nach rechts weiter, oder? Da geht's ja nicht durch. Dann halt hier. So. Genau, und da halt dann durch diesen ganzen Flusswirrwarr durch. Oha. Da ist Zephyros. Wirklich? Kommt schon. Ich glaube nicht, dass er das ist. Möchte ich anmerken? Oh, lol. Also, hallo? Ich sehe kein Zephyros. Ich auch nicht. Ja, aber wer ist denn er jetzt? Das ist ja schön, dass es nicht Zephyroth ist. Da hat er auf einem Choco bitte mit der Bitgard-Sorum dich nicht erwischt. Hä? Wer ist er? Und warum ist er da? Und warum ist er so gruselig? Und warum können die anderen... Also warum ignorieren ihn die anderen komplett? Ich bin übel verwirrt. Der ist arschgruselig. Warum steht der denn da? Ich höre es gerade von aus allen Ecken... Röcheln. Oh,
Warum sind denn die Sümpfe so gruselig? Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Dann los. Oh nein. Ja, ich dachte es mir jetzt, weil sie es gesagt hat. Hey, wo wollt ihr denn jetzt hin? Ja, geil. Oh. Yeah. Er hatte sich als Insel getarnt. Danke, das sehen wir selbst. Passt auf. Aua. Richtig smart. Wo bin ich denn? Da. Aua. Ich bin eigentlich ausgewichen. Warte, Fertigkeiten. Analyse. Bin mal so frei. Wirksam Eis. Okay. Dann. Ich weiß nicht, wer von den anderen zwei. So, jetzt schön auf die Rübe. Aber aufpassen. Sieht immer noch hungrig aus. Aua. Hat Barrett. Nee, der hat Blitz. Verdammt! Aua. Ich bin echt scheiße im Ausweichen. Das möchte ich mal anmerken. Ah. Zurück! Oh, ich muss die Tiefe vielleicht ein bisschen heilen, ha? War es gerade auch schon so frisch hier? Bedeutet sicher nichts Gutes. Abstand halten. Gegenständen. Hey, TP und MP. Ach, Äther ist MP, ne? Okay. Magie, Vita, Tiefer. Aua. Ach so, warte. Haben sie beide nicht frei, okay. Mit Gas, Sorgen. Das war's. Als wenn der jetzt untertaucht. Na klar. Hallo. Überlass das mir. Möchtest du ihn mal rauslassen? Hast du Eis? Ja, du hast Eis. Ich helfe dir. Zack. Was? Ich hab doch mal Magie Eis. Den Schädelpanzer. Zersplittere. Viel Erfolg. Hier kommt Barrett. Verzieh dich. Du hast, wie gesagt, Blitzfertigkeiten. Schockschuss auf den scheiß Schädelpanzer. Übernimm mal. Zieh dich zurück. Weil ich habe hier auch. Oh, Synchrofertigkeiten. Auf diesen scheiß Schädelpanzer. Tifa hat auch. Limit erleicht. Limit Salto. Ich zähle auf dich. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Fertigkeiten. Schockschuss. Achso, der greift gerade an. Das ist schwierig. Ich weiß, warum er gegen Feuer resistent ist. Wie in dem Ofen. Beenden wir es, solange wir können. Fertigkeiten. Hackentritt. Roger, ich übernehme. Nee, ich brauch. Ich brauch Cloud. Fertigkeiten.
Dein Griff auf den scheiß Schädelpanzer. Wow, danke schön. Och, ach nee, sie. Okay. Na also. Ach, ich bin am Limit. Okay, warte, dann mach ich doch hier Kreuzschlag. Der Schädelpanzer ist tot und ich habe gleichzeitig das Viech auch besiegt. Easy, würde ich mal sagen. Aua. Cloud! Oh nein. Natürlich werde ich von meiner Gruppe getrennt. Was habe ich anderes erwartet? Darf ich bitte nicht ertrinken? Hallo. Ich bin's, Eris. Eris. Es geht dir gut, ein Glück. Und Sephiroth? So unglaublich stark. Die da verfolgen ihn ganz bestimmt auch. Ja, mich beschleicht das gleiche Gefühl. Dann hinterher. Was ist da? Ach, das sind Midgards Sorumbr. Mir sieht, dass sie einfach nur schwimmend überqueren. Das heißt, ich muss nicht mal meine Chocobos rufen. Ich hatte da auch mal kurz die Frage, was da gerade passiert ist. Aber ich weiß nicht, ob ich eine Antwort drauf kriege. Hängt da jetzt echt diese tote Schlange in dem Ast? Tatsache. Das ist schon brutal. Möchte ich anmerken. Und auch nicht nett gewesen. Die Schlange konnte was dafür, aber... Das fand ich nett. Was ist eigentlich diese... Dieser lila Kreis? Da. Goldfedern. Nebenstory. Ah. Aha. Ich bin irgendwie das, ich verstehe das Questlog noch nicht so ganz. Wenn ich ehrlich bin. Aber ist okay. Was ist hier? Auf dunklem Faden.
Ist Sephiroth hier? Keine Ahnung. Gefährlich sieht's auf jeden Fall aus. Allerdings. Vermeidet sinnlose Kämpfe. Vor allem mit kleinen Fischen. Na, du hast gut reden. Für mich sind das große Fische. Für mich auch. Jo, ebenso. Cloud, bring uns da durch. Mach 2000. Nicht genug fürs Premium-Programm, nicht wahr? Wovon redest du denn? Tja, Cloud? Gehen wir. Seid da drin vorsichtig. In diesem Stollen hat man früher übrigens Mithril abgebaut. Wisst ihr, was das ist? Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Ein extrem hartes Metall. Ja. Und wunderschön. Volle Punktzahl von euch. Außerdem war es noch tierisch viel wert. Soweit ich weiß, konnte es nur hier abgebaut werden. Ein bisschen kenne ich mich aus. Schließlich habe ich früher im Bergbau gearbeitet. Edelmetalle sind sowas wie mein Steckenpferd. Dann können wir ja auf Mithrilsuche gehen. Könnten wir, aber es wäre es wohl nicht wert. Shinra hat es nämlich geschafft, das Zeug auf künstliche Art herzustellen. Ist genauso hart und glänzend wie das Original. Apropos, nicht hart und... wir haben gerade wieder Sachen gefunden. Wir können ja wieder synthetisieren. War ein Phönix-Trank nämlich. Sehr geil, synthetisieren. Yes. Supertrank, Synthesestufe 5. Ach, kann ich das auch herstellen? Dann mache ich doch mal so eins. Kupferarmreif. Das auch. Ketten kann ich auch was herstellen. Oh. Ohrringe auch. Talisman auch. Ich weiß, ich kann noch ein paar Sachen herstellen, aber die sind alle zu teuer gerade. Supertrank kann ich jetzt halt auch nicht mehr herstellen. Okay, aber Heiltränke kann ich herstellen. Und ich brauche, achso, Ätherbäume mit, achso, okay. Einfach ein paar machen. So, was brauche ich denn für den Supertrank? Salbei und Gnade des Planeten. Okay. Ja, dann kriege ich nämlich Synthesestufe 6. Genau. Ja. Auf Materia-Verfeinerung. Ah, wirklich? Vielleicht. Okay. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen was sammeln. Vor allem diese Gnade des Planeten. Halt, das sind... Das sind Bänke. Ich wollte gerade Bänke töten. So, was haben wir hier? Salbei. Salbei ist auch nicht schlecht. Hier können wir uns einmal... Da können wir einmal einkaufen, ne? Kaufen. Supertrank ist da. Ich brauche Äther. Haben wir nicht. Ne, ich mach mal... Ja. Dann habe ich nämlich 99 Heiltränke. Was bist du? Was war das nochmal? Codex-Studium. Ah! Codex-Stufe 2 freigeschalten. Waffenfertigkeiten plus. Erhöht den Schaden von Waffenfertigkeiten um 3%. Ach so, halt. Dafür muss ich erst darüber gehen. Ach nee, ich muss das jetzt freischalten. Oh. Das habe ich ja schon freigeschaltet, ne? Schalte ich halt das hier frei. Aber das kann ich dann nicht, weil das braucht natürlich 10. Na gut. Tiefer. Eigentlich ist es wurscht, ne? Das sind 10, das waren 5. Schalten wir auch gerne frei. Barrett. Wir hier.
Das ist so ein Synchro-Angriff. Da Blitzangriff ohne MP-Verbrauch ist doch auch fantastisch. Aerith hat einfach... Findet der schon 3? What the fuck? Was geht denn mit dir? Was haben wir hier? Blitzelementaren Angriff. Das ist wieder ein Doppelangriff. Und da, Feuerelementaren Angriff ohne MP zu verbrauchen. Dann haben wir natürlich noch Red. Red hat auch nur 15. Es kann gut sein, dass wir... weil Aerith auch gespart hatten. Das kann wirklich sehr gut sein. So, und jetzt ruhen wir uns hier kurz aus. Damit unsere Statuswerte wieder voll sind. Danke. Und dann können wir weitermachen. Guck mal, da vorne sind sie. Ah ja. Tiefer in die Minen. Dann hinterher. Aktuell gehen sie gar nicht. Möchte ich anmerken. Aber das habt ihr sicherlich auch schon bemerkt. Die warten darauf, dass wir herkommen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Die greifen uns bestimmt gleich an. Ja, wobei, so wie die schon... Das juckt die gar nicht. Hoffentlich leben sie noch. Ja. Aber ist nicht unser Problem. Ja, gut. So kann man das auch handhaben. Na, ich weiß nicht. Wir können sie doch nicht einfach... Okay, ich gehe runter. Ich komme mit. Nein, Stollen wie diese sind tückisch. Überlass das einem Profi. Nichts für ungut. Aber du würdest mich nur aufhalten. Ich werde gehen. Klettern liegt mir im Blut. Gut, dann ihr. Tut mir leid. Danke. Jo. Er hat gesehen, dass Tifa sie gerne retten wollte. Wenn ihr euch nicht beeilt, verliert ihr den noch. Er hat gesehen, wie sehr Tifa ihn retten wollte und dann hat er es einfach gemacht. Barrett ist so ein Lieber. Moin. Schnellreise zurzeit nicht möglich. Was haben wir denn hier? Da sind kleine Würmskis. Das war's. Ich weiß ja sowieso, wo es lang geht. Bis hier und nicht weiter. Dementsprechend kann ich mich doch hier auch mal umgucken. Da hinten liegt was, aber ich glaube, ich komme von hier aus nicht dahin. Unfair. Doch, komme ich. Lol. Riesentitan und Smaragd. Nice. Ich will auch nur das alles aufsammeln und dann bin ich schon sofort wieder bei dem Typen. Mehr will ich gar nicht. Materia FP Boost. Die Zeit drängt. Krassen. Wie heißt es? Verdammt. Und tschüss. Das brauche ich auch nicht mehr. Keine große Sache. Die war eh schon dreiviertel tot. Warum gehst du denn dann noch weiter runter? Hä, ich dachte, ich mache hier nur einen kurzen Trip und dann bin ich schon wieder bei dem Typen. Aber anscheinend hat das Spiel andere Pläne für mich. Hier geht's jetzt aber nicht weiter, ne? Doch, da hinten. Hä? Vielleicht müssen wir wieder sollten wir nach oben gehen. Das ist Orengis hinter uns. Es ist geschafft. Vielleicht sollten wir wieder nach oben gehen. Vielleicht ist das was für ein Rückweg.
Ja, Äther, sehr gut, danke. Wir gehen mal wieder nach oben. Wir gucken noch kurz, aber... Nee, wir gehen wieder nach hoch. Vielleicht ist das wirklich was fürs Schluss? Und ich bin gerade ein bisschen vorgelaufen. Ich habe die Story so ein bisschen übersprungen. Upsi. Passiert mir hin und wieder. Alte Republik-Tunnel. Mhm. Ich beeil mich auch. Auch wenn der Typ sowieso nicht schnell ist. Ah, da ist er. Der hat extra auf uns gewartet. Ach, der. Warte mal. Geht der jetzt wieder? Der geht wirklich sehr langsam. Ich glaube, wir waren in der richtigen Richtung. Okay, wir gehen wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich mit dem was machen muss oder nicht, aber er schnauft gerade relativ. Und ich will ihn da jetzt auch nicht unterbrechen, wenn ich ehrlich bin. Warum geht sie hoch? Wie bist du da runtergekommen? Vor mir. Oder bist du gar nicht mit hochgegangen? Ist aber lieb, dass du uns da alleine lässt. Typ hätte sonst was machen können. Na gut. Ja, Schlänglies. Muss das wirklich sein? Und tschüss. Ja, irgendjemand wird anfangen zu kämpfen. Und lieber sind's wir als die. Wenn ich ehrlich bin, Aerith. Und ich glaube, wenn du ehrlich bist, dann bist du auch dieser Meinung. Geht's da irgendwo runter? Da geht's runter. Wo geht's da hin? Um irgendwas zu finden. Nebelsaat. Da geht's hoch. Laufe ich schon wieder aus Versehen in die richtige Richtung, Himmel, Herrgott, na? Nee. Da komme ich nur wieder zurück. Ich dachte, ich wäre schon wieder... So. Oh. Hallo. Ach, den kann ich da umgehen quasi. Ja, nee, machen wir nicht. Wir nehmen die Erfahrungspunkte mit. Ein Oger. Aua. Ich hasse es, dass die Viecher sich mitdrehen. Aua. Ja, warte. Warte nochmal. Stufe gestiegen. Geil. Okay. Haben wir gut gemacht. Der war auch ehrlich gesagt jetzt nicht so schwer, aber das ist okay. Ich habe das ja auch am Anfang eingestellt. Wir spielen ja auf leicht für alle, die sich nicht mehr daran erinnern. Oder jetzt erst zu gucken. Weil wir immer auf leicht spielen, weil ich einfach die Story genießen möchte. Hallo. Auf in den Kopf. Und tschüss. Kannst du bitte ein Stück runterkommen, Aua? Warte, ich hab da schon so einen Mutangriff. Fertig. Ah, Aerith ist jetzt auch eine Stufe gestiegen. Warum ist die denn später eine Stufe gestiegen als ich? Hat das einen Grund? 5 Eisenerz. Die Uhr vielleicht ein bisschen im Blick behalten. Wo muss ich denn hin? Hier lang, okay. Gehen wir mal hier lang. Ein Weg voller Hindernisse. Ich erinnere mich stark an, dass wir den L2.
L2. Ich und rechts, links.